Chaga. Wir sind jetzt nachher bei Kräutlmeier weiter. Die Kräutli sind, die meiden wir bis zu 2 bis 3 Mal im Jahr. Wir haben so einen Meier, das nennt man Handmeier. Da kann man hinten einen Sack anmachen. Und wenn man nachher runterfährt, mit dem gehen die Kräutli automatisch da sie gerade einfliegen. Und so da sie nachher runter und runter. Timo, die Mami und der Babi, die sind regelmässig abwechseln. Weil das ist auch noch sehr streng. Das ist ein Schlag. Erst mit Bobby, mit dem Traktor, den Platz vorbereiten. Dann setzen wir. Setzen allein könnte man das gar nicht, weil es viel zu lang. Das heisst, wir müssen mehr Personen haben. Dann muss man immer zwischendurch ein bisschen jetten. Das macht man sicher auch noch eins vor dem Mähen, dass auch kein Bauchrot drin ist in der Zitrone mehr liessen. Und dass so alles halt gut ist. Und so kann man sie dann einliefern. Dann tun wir es eben in so Säcke füllen, wie man hier sieht. Und mit denen fährt man nachher in die Ränke. Dort wird nachher das alles in die Trocknungsanlage da oder in so einen Räumchen. Und nachher wird es dort getrocknet. Wenn es nachher genug trocken ist, wird es nachher zu der Ricola geliefert. Und dort wird es nachher zu Hustengutli und allerlei verarbeitet. Zwei, zwei, zwei. Ist das noch zu wenig? Ja, noch zu wenig, ja.